Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem zweiten Teil unserer Feuerwehrmann-Sam-Geschichte, der Feuerlöscher. Mal sehen, wie es weitergeht. Oh je, hoffentlich ist das nichts Ernstes. Hoffentlich kriegt Sam das geregelt. Und hoffentlich macht Crennington keine Dummheiten. Puh, das ist ja gerade mal gut gegangen. Ich mache mich jetzt besser schnell aus dem Staub und teste diesen Feuerlöscher. So, und dann will ich mir mal ein ruhiges Plätzchen suchen. Ja, hier sieht's gut aus. Hier bin ich fast allein und kann niemanden stören. So, wie funktioniert denn das Ding jetzt? Mal sehen, also hier ist so ein Hebel und hier ist so eine Klappe irgendwie und hier unten, ja, kommt das bestimmt raus, dieses Zeug. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier drücke... Wow! Oh Gott, Hilfe! Hilfe, ich kann nicht so gut schwimmen! Hilfe! Was? Was ist das denn hier für ein Lärm? Oh nein, Norman! Oh Gott, der ist ins Wasser gefallen! Halt durch, mein Junge! Ich rufe Sam an! Ja, hallo! Hier spricht Officer Steele, Feuerwehrstation! Wie kann ich helfen? Officer Steele, hier ist Helen! Norman Price ist ins Wasser gefallen. Ich glaube, er kann nicht so gut schwimmen. Alles klar, ich habe verstanden. Schicke sofort jemanden los. Hilfe! Au, 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 au. Oha, das ist aber ein cooles Auto. Hoffentlich fährt das noch. Das runter. Au, au, au. Elvis, keine Zeit für Scherze jetzt. Hey du, wie heißt du denn? Geht's dir gut? Nein, ich bin eingeklemmt. Hilfe, ich komme nicht raus. Keine Sorge, Kleiner. Wir holen dich ja sofort raus. Bleib schön ruhig. Elvis, steig du in Jupiter und setz sie zurück. Ich hake das Abschleppseil ein. Alles klar, Sam. Ja, ein Stück noch. Stopp! So, mein Freund, halt aus. Wir befreien dich. So, und dann will ich mal den Haken hier drüben dran klemmen. Und zack, perfekt. Okay, Elvis, er ist eingehakt. Du kannst ihn jetzt wegziehen. Okay, Sam. Jawohl! Okay, Kleiner, du bist frei. Geht's dir gut? Puh, oh mein Gott, ich hatte richtig Angst. Danke, Mr. Feuerwehrmann Sam, Sir. Na klar, kein Problem, dafür bin ich doch da. Aber sag mal, wie kommt's denn, dass so ein kleiner Mann wie du mit deinem Auto unterwegs ist? Naja, Papa hat mir das Go-Kart gebaut für meinen Geburtstag morgen. Ich wollte es heute schon ausprobieren. Und dann bin ich in einen Graben gefallen und habe mich überschlagen. Dann werde ich wohl mal ein Wörtchen mit deinem Papa wechseln müssen. Das geht so ja nicht. Besser, du gehst jetzt nach Hause. Okay, danke nochmal mit Mr. Feuerwehrmann Sam, Sir. Sam, hier spricht Steele. Der kleine Norm Price hat einen Unfall. Er treibt im Wasser und kann nicht schwimmen. Er braucht sofort Hilfe. Aber Sir, wir sind ja noch bei einem Einsatz. Wir würden es nicht rechtzeitig schaffen. Schicken Sie Tom zu Hilfe. Ach, wie freue ich mich auf einen schönen, ruhigen Tag. Ist ja immerhin mein Urlaubstag. Tom, hier spricht Officer Steele. Hör mal, der kleine Norm Price hat einen Unfall. Er ist am Hafen ins Wasser gefallen und kann nicht schwimmen. Bitte fahr sofort raus und rette ihn. Tut mir leid übrigens wegen deinem Urlaubstag. Ja, ach, kein Problem, Sir. Bin schon unterwegs. Oh Mann, und das an meinem Urlaubstag. Ah, aber so ist es eben als Feuerwehrmann. Naja, dann wollen wir mal. Norman, ich komme! Wow! Wuhu! Ah, okay, da vorne muss es sein. Norman! Wo bist du? Norman! Hörst du mich? Hier drüben! Schau dir jetzt die nächste Folge an.